So, ein kleines Video zum Raketenofen Emma, den ich hier seit August im Osten Finnlands in meiner Jurte betreibe als Hauptwärmequelle. Hier seht ihr die Emma eingebaut quasi in meine Jurte und steht hier im Süden in der Küchengegend. Feuerholzlager, dann habe ich hier einen Container mit Birkenrinde und hier kleines Zeug. Ja, was die Emma bietet, ist erstmal Wärme, heißes Wasser, warmes Wasser zu jeder Zeit. Also ich habe hier immer warmes Wasser hier im Tank, der ums Rauchrohr gebaut ist. Habe ich jetzt hier 45 Grad Wassertemperatur, ungefähr bis hier voll gerade. Über 60 geht es eigentlich nie. Also was sehr schön ist, weil dadurch habe ich keinen Dampf. Ich will halt kein kochendes Wasser haben, ich will heißes Wasser haben zum Waschen. Wasser und Tee zum Kochen mache ich hier oben auf der Kochplatte. Also da passen auch die beiden Töpfe, die passen dann nebeneinander hin. Oder auch meine Bratpfanne, mein Wok, was auch immer. Geht sehr gut. Wenn ich viel Hitze haben will, wird es hier durchaus sehr warm. Also die Emma ist jetzt so die meiste Zeit, wenn ich sie betreibe, ist die hier wirklich so auf Sparflamme. Das heißt hier die Öffnung sehr zu. Die Emma lässt sich sehr gut regulieren. Also in einem anderen Video wird, glaube ich, kann man sehen, wie ich die anheize. Genau. Und wenn ich richtig Full Power haben will, dann kann ich hier oben auch aufmachen und dann geht es da zur Sache. Ja, also Raketenofen. Emma ist ein modulares System, also da gibt es noch einen anderen Aufsatz für einen Wassertauscher. Ich habe jetzt hier den Wärmetauscher, Luftwärmetauscher. Und ja, so ein bisschen Masse drum gebaut, halt Steine hier. Und ja, also ideal. Ich bin wirklich begeistert, habe noch nichts Negatives gefunden. Holzverbrauch bei Temperaturen bis minus 14 draußen in meiner Jurte, die mit 2x6 mm Wollfilz isoliert ist, verbrauche ich um die 13 bis 15 Kilo Holz am Tag. Macht die Emma morgens an, lasse dann eigentlich so vor sich hin brödeln. Kann man auch gut alleine lassen, also sehr sicher. Und ja, eine schöne, schöne Wärme und die wird auch gut verteilt in der Jurte durch diesen Ventilator. Habe so ein bisschen experimentiert mit thermoelektrischen Generatoren. Ich glaube, da wäre die Unterseite der Emma am besten, weil man da halt kalte Luft hat. Hier oben ist ja alles warm. Also beim thermoelektrischen Generator geht es ja hauptsächlich darum, irgendwie kalte Luft ranzukriegen zum Kühlen. Wärme kriegt man von der Emma auf jeden Fall genug. Ja, mein Setup kann ich mal kurz erklären. Also hier habe ich halt mein warmes Waschwasser. Kanister aus dem Brunnen hole ich hier. Mit Fußpumpe kann ich hier gut regulieren. Wenn ich mich waschen will, dann nehme ich hier aus dem Hahn und dann geht das mit dem Schwamm auch ganz gut, ohne richtig sonderliche Dusche. Und dann haben wir natürlich die Sauna draußen. Ja, also begeistert, auf jeden Fall. Auch sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe jetzt gerade hier eben mal angeheizt gehabt, da war dann die Abgastemperatur auf 300 kurz und normalerweise liegt die so bei 180 um den Dreh. Und kann ich sonst noch was sagen? Nö, also sehr schön morgens, wenn man aufwacht, dann ist es ja recht kühl hier und dann mache ich ein Streichholz an und lege mich nochmal ins Bett und dann ist eine halbe Stunde später die Jurte warm und der Brei heiß und das Wasser fertig für Tee und ja, und sie kann man halt auch wirklich gut vollstopfen, wenn ich die abends noch lange vor sich hin dümpeln haben will. Also kann ich da durchaus 4, 5 Stunden noch Brand von kriegen. Aber das mache ich eigentlich nicht. Also es ist manchmal, wenn Besuch da ist, so. Ansonsten lege ich immer nach, so einmal in der Stunde ein Hölzchen rein. Also es ist sehr, 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 sehr angenehm. Tolles Ding. Ich bedanke mich bei Claudius von Glor Kesselbau, dass der die Emma zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Und ja, also ich habe wirklich, also noch nichts Schlechtes gefunden. Also
So ein paar Ideen natürlich kommen, auch gerade wenn man so sich überlegt, wie man einen thermoelektrischen Generator noch verbauen kann. Vielleicht auch hier so einen Käfig anbauen. Also hier sind ja auch so Schrauben, ne? Kann man so einen Käfig vielleicht noch ummachen, den man mit Steinen füllen kann, gerade wenn man die immer als Sauna benutzen möchte, vielleicht. Dass man noch da oben noch Steine drauf machen kann. Ja, also tolles Ding. Funktioniert sehr ausreichend, habe auch keine Bedenken, wenn wir mal auf die minus 30 zugehen draußen, weil ich habe echt noch super viel Kapazität. Also die brennt wirklich so. Also ich muss aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Also man kann hier wirklich, wenn man es drauf, also ein bisschen übertreibt, komme ich hier auch auf 34 Grad in der Jurt. Also zumindest hier in der Küche. Also ist schon passiert, ja. Genau. So viel zu Emma. Alles gut.